Werden Erbansprüche auf die Witwenrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben wieder eine ganz interessante Anfrage auf Rentenbescheid24 bekommen und zwar geht es um Folgendes. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Frage zur hinterbliebenen Rente, zur großen Witwenrente. Wird eine Abfindung des Verstorbenen, also ein Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis des Verstorbenen, auf meine hinterbliebenen Rente angerechnet? Ich erbe diesen Anspruch ja sozusagen. Die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Nein, Erbansprüche und abgeleitete Ansprüche aus dem Vermögen des Verstorbenen werden grundsätzlich nicht auf die hinterbliebenen Rente, auf die Witwenrente angerechnet. Angerechnet wird auf die hinterbliebenen Rente immer eigenes Einkommen oder eigenes Erwerbsersatzeinkommen oder eigenes Vermögenseinkommen, Kapitaleinkommen, was ich sozusagen aus eigener Arbeit heraus generiere. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Witwe oder Witwer aus einer Betriebsrente des Verstorbenen da noch selber eine eigene Rente bekomme, wird die nicht auf die Witwenrente, auf die eigene Witwenrente angerechnet. Oder aber, wenn ich zum Beispiel Urlaubsabgeltungsansprüche habe, also praktisch Geldansprüche, die der Verstorbene an sich gegenüber seinem Arbeitgeber gehabt hätte und die sich hätte auszahlen lassen und nun ist dummerweise der Tod dazwischen gekommen, geht ja dieser Anspruch auf den Hinterbliebenen, auf die Witwe oder Witwer zum Beispiel über. Und dieser Zahlungsanspruch, der wird nicht auf die Witwenrente angerechnet. Deshalb kann man hier sagen, solche erbrechtlichen Ansprüche werden grundsätzlich nicht auf die hinterbliebenen Rente angerechnet. Näheres zum Thema Einkommensanrechnung auf die hinterbliebenen Rente, Witwenrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.